US-Präsident Bush hat in Brasilien eine Vereinbarung unterschrieben. Beide Länder wollen einen weltweiten Markt für Biotreibstoff schaffen. Biotreibstoffe leisten einen wertvollen Beitrag im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und die Armut in Schwellenländern. Wenn man von Ölimporten abhängig ist, hat man auch ein Problem mit der nationalen Sicherheit. Die Weltbevölkerung beträgt rund 7 Milliarden. Niemand kann sagen, ob wir den Lebensstandard, den die Menschen in Europa und den USA haben, allen Menschen zukommen lassen können. Ob unser Planet das überhaupt leisten könnte. Eine Milliarde 200.000 Autos sind nach Schätzungen weltweit auf den Straßen unterwegs. Eingeklemmt zwischen Stoßstangen und Auspuffrohren wird das Auto, das einst Symbol der Freiheit war, zu einer Bürde, einer Last aus der Vergangenheit. Ein Traum, der sich vor unseren Augen verwandelt in einen Albtraum aus CO2-Emissionen. Die ambitionierten Worte der Präsidenten Bush und Lula haben ihren Sinn verloren. Heute, rund 10 Jahre später, wohin hat uns der Biotreibstoffboom geführt? In den USA und in Europa überwiegen immer noch Privatautos mit Verbrennungsmotoren. Aber auf lange Sicht können wir als Gesellschaft es uns nicht leisten, Verbrennungsmotoren einzusetzen. Es ist reine Energieverschwendung. Daher müssen wir für den Individualverkehr neue Wege finden. Der CO2-Ausstoß nimmt Tag für Tag zu. Und in Folge steigt die Erderwärmung kontinuierlich an. Unser Klima wandelt sich. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Europäische Kommission heute einen sehr ambitionierten Plan zur Verwendung von Biotreibstoffen verabschiedet hat. Er wird sich in erster Linie positiv auf den Klimawandel auswirken. Und in zweiter Linie wird dieser Plan künftig die Diversifikation im Landwirtschaftssektor vorantreiben. Ein Blick zurück in das Jahr 2000. Der Preis für Rohöl ist stark gestiegen. Es gibt Befürchtungen, die Energieversorgung könne gefährdet sein. Der Begriff Erderwärmung taucht plötzlich auf den Titelseiten auf. Parallel dazu produziert die Landwirtschaft Getreideüberschüsse. Biotreibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen wird als umweltverträgliche und nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen entdeckt. Gemischt mit Benzin ergibt er Bioethanol. Gemischt mit Diesel, Biodiesel. Gewonnen wird er aus Weizen, Soja, Mais, Raps oder Palmöl. Immer mehr landwirtschaftliche Flächen werden für Pflanzen zur Treibstoffproduktion verwendet. Und die Nachfrage steigt ständig. Regierungen unterstützen diese Biotreibstoffe der ersten Generation im großen Stil. Man erhofft sich mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung, die Reduktion der CO2-Emissionen und für die Landwirtschaft, die mit einer Überproduktion kämpft, neue Absatzmärkte. Schwarzes Gold ist die Vergangenheit, grünes Gold sollte die Zukunft sein.
In Europa färben sich immer mehr Felder gelb. Ursprünglich wurde Raps für die Erzeugung von Nahrungsmitteln angebaut. Die Nachfrage zur Energiegewinnung wurde erst geschaffen. Seither haben sich die Anbauflächen vervielfacht. War hier immer schon Raps oder wurden auch andere Pflanzen angebaut? Hier haben wir zum ersten Mal Raps angebaut. Er macht ca. 15% unseres Geschäfts aus. Raps ist also sehr wichtig geworden. Die Nachfrage ist seit 2006 signifikant gestiegen, weil die Politik Biotreibstoffe von der Besteuerung ausgenommen und eine Mindestmenge bei der Beimischung zu herkömmlichen Treibstoffen eingeführt hat. In Brüssel treffe ich einen der führenden Wissenschaftler von der Universität von Princeton. Timothy Searchinger war einer der ersten, der wegen des Biospritbooms Alarm schlug. Als George Bush, ich glaube, es war im Jahr 2007, verlautbarte, dass wir 136 Milliarden Gallonen Biosprit produzieren werden, da habe ich mir gedacht, verdammt, was ist passiert? Wo soll diese unglaublich große Menge herkommen? Und dann habe ich mich umgeschaut und bemerkt, oh Gott, auch einige Umweltexperten halten das für eine gute Idee und auch Europa springt auf den Zug auf. Oh my God. Heute werden 10 Millionen Tonnen Biodiesel pro Jahr produziert. Die Anbaufläche für Raps hat sich in Europa verdreifacht. In Europa sind Biotreibstoffe für die Menschen nicht sichtbar. Wir fahren zwar Dieselautos, aber nicht jeder weiß, was Biodiesel ist. In Europa sind dem Treibstoff zwischen 5% und 7% Biotreibstoffe beigemischt. Öl kostet viel weniger als Mineralwasser im Supermarkt. Mit etwas zu konkurrieren, das so billig ist, das ist nicht leicht. Nicht alle Ölfirmen lassen sich von diesen Preisdumpingbedingungen auf dem Biotreibstoffmarkt einschüchtern. Der finnische Ölmulti Neste Oil beschließt zu investieren, in den Biotreibstoffmarkt einzusteigen und mit billigen Rohstoffen billigen Treibstoff zu erzeugen. Wir haben uns für Rohstoffe entschieden, die umweltfreundlich, leicht verfügbar und günstig sind. Das mit Abstand meist produzierte pflanzliche Öl auf der Welt ist derzeit Palmöl. Dear guests and dear colleagues, ladies and gentlemen. Ich freue mich, mit Ihnen heute die Grundsteinlegung für die neue Anlage von Neste Oil zur Gewinnung von nachhaltigem Biodiesel hier in Rotterdam zu feiern. Es ist ein großer Schritt unserer Firma auf dem Weg zur Marktführerschaft am Biotreibstoffsektor. Seit 2008 setzt Neste Oil auf den neuen Markt und baut im Hafen von Rotterdam die weltweit größte Raffinerie für Biotreibstoffe. Mit tatkräftiger Unterstützung der niederländischen Regierung. Wir werden an die 800.000 Tonnen pro Jahr erzeugen. Damit ist es die größte Raffinerie der Welt. Natürlich ist sie klein verglichen mit Erdölraffinerien, die 12 oder auch bis zu 20, 25 Millionen Tonnen Öl produzieren. Millionen Tonnen.
Weit weg von Europa, in Südamerika und in Asien, sind zwei Länder davon überzeugt, dass sie die Hauptlieferanten des Rohstoffs für Biotreibstoffe sein können: Argentinien und Indonesien. Millionen Hektar sind in Indonesien mit Ölpalmen bepflanzt. Das sagen die offiziellen Daten der Regierung. Bis 2020 soll diese Fläche auf 40 Millionen Hektar erweitert werden. Die indonesische Regierung sollte aber viel vorsichtiger mit Ackerböden und Urwäldern umgehen, denn die Kosten der Umweltschäden werden die Einnahmen aus der Palmölproduktion bei weitem übersteigen. The income coming from the palm oil. Die großen Sojabetriebe sind es, die die Wälder hier roden. Und das hat Folgen für das Klima. Es wird immer heißer. Und wenn es dann keinen Wald mehr gibt, dann wird die Sonne alles verbrennen. Sie kommen mit 4 bis 5 Bulldozern, sie zerstören alles, sie brennen alles nieder. Über eine Länge von 5 Kilometern wurde alles gerodet. Dann schichten sie die Bäume zu großen Haufen und lassen sie vertrocknen. Manchmal fängt ein Haufen Feuer, dann brennt es 10, 15 oder 20 Tage lang. Seit 2006 haben große Betriebe begonnen, genetisch veränderte Sojabohnen anzupflanzen. Und zwar hier auf unserem Land, unseren Farmen, wo wir die Rinder züchten. Das grüne Gold Argentiniens ist Soja. Für die steigende Nachfrage nach Biotreibstoffen werden die Anbauflächen ständig vergrößert. Multinationale Agrarbetriebe verbünden sich mit den lokalen Großgrundbesitzern. Kleine Bauern und Rinderzüchter werden unter Druck gesetzt, ihr Land zu verlassen. Sie töten unsere Kühe und sie töten oder stehlen unsere Kälber und damit unser Geld. Sie kommen meist in der Nacht und rauben all unser Vieh. Es gibt immer einen, der es auf unser Land abgesehen hat. Auf das Weideland für die Rinder? Ja, auf das Weideland für die Tiere. Ich bin jetzt 73 Jahre alt und habe nie jemandem etwas getan. Sie wollen uns unser Land wegnehmen, aber das werden wir nicht zulassen. Was ist passiert? Hatten die Leute irgendwelche Unterlagen? Sie hatten gar nichts, nur eine Landkarte, sonst nichts. Sind sie mit Bulldozern gekommen? Nein, sie sind mit Polizei und einem Bulldozer gekommen. Zuerst waren es nur 2 Polizisten und dann sind noch 8 weitere gekommen. Um nicht verprügelt zu werden, sie waren in der Überzahl, sind wir geflohen. Wenn wir nicht Widerstand leisten würden, wären das alles hier schon Sojafelder. Sie wollen den ganzen Wald roden, das ist traurig. Ich hoffe, sie kommen nicht wieder.
Der Biotreibstoffboom öffnet Tür und Tor für Landspekulanten, die Leidtragenden, kleine Bauern. Sie werden enteignet, vertrieben oder mit kleinen Summen abgespeist und müssen mit ansehen, wie das Land, das über Generationen die Grundlage ihres Lebens war, ausgebeutet wird. Wer sind die Menschen, die sich das Land hier aneignen wollen? Sind die von hier? Hauptsächlich sind es Ausländer, die über lokale Mittelsmänner Land kaufen. Sie betrügen, kaufen oft das Land unter falschem Namen und sie bestechen Politiker. Viele Politiker werden heute von den internationalen Firmen manipuliert. So traurig es klingt, aber unsere Politiker arbeiten für die ausländischen Konzerne. Das Land ist nicht fruchtbar genug für den Anbau von Soja. Man kann vielleicht 3 Jahre lang Soja pflanzen, dann muss man aber an die 20 Jahre warten, bis wieder irgendetwas wächst. Nichts wächst mehr. Gar nichts. Die Wettbewerbsfähigkeit der argentinischen Sojapflanze ist von der Fruchtbarkeit der Böden abhängig. Um gute Ernten zu garantieren, ist der massive Einsatz von chemischen Düngern, Pilz-, Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln notwendig. Die Folgen von flächendeckenden Monokulturen sind verheerend und haben die argentinischen Forscher der Universität von Rosario alarmiert. Der Verkauf von Pestiziden ist von 17 Millionen Liter 1996 auf 370 Millionen Liter 2013 gestiegen. Das ist erschreckend. Glyphosat ist nicht das einzige Problem. Alle Pestizide, die in so großen Mengen verwendet werden, sind für die Bevölkerung gefährlich. Die gesamte Wirtschaft in unserer Region hat sich verändert. Früher wurden Nahrungsmittel produziert. Fleisch, Milch, Gemüse und Mais, Sojabohnen, Weizen oder auch Zitrusfrüchte. Jetzt wird nur noch gentechnisch verändertes Soja angebaut. Und plötzlich sterben die Menschen an Krankheiten, die es hier nie gegeben hat. . 2007 beginnen Finanzspekulanten, den Rohstoffmarkt für Agrarprodukte zu dominieren. Die Preise für Grundnahrungsmittel schießen in die Höhe. Weizen wird doppelt so teuer. Soja erreicht den höchsten Preis seit mehr als 30 Jahren. In Afrika, Asien und Südamerika kommt es zu Unruhen. Die Welt erlebt eine Nahrungsmittelkrise. In Mexiko verdreifacht sich der Preis für Mais. Die Entscheidung, die Produktion von Biotreibstoffen zu fördern, raubt den Ärmsten der Armen das Essen vom Teller, damit Autotanks gefüllt werden können. Nahrungsmittel- und Energieproduktion stehen plötzlich in einer gefährlichen Konkurrenz. Toute
Der Rohstoffmarkt ist unberechenbar. Nehmen Sie zum Beispiel Öl. In den 1960er Jahren, wir erinnern uns noch alle daran, die Krise. Und dann der Höchstpreis von $150 pro Barrel. Und am Beginn des Jahres 2000 sinkt er auf $8. Wir haben einen Preisverfall von 150 auf $8 erlebt. Dann standen wir bei 100 und jetzt bei $80. So ist Erdöl. Bei Pflanzenöl ist das ähnlich. Es gab Marktschwankungen, bei denen sich der Preis verdoppelt hat. Die Biotreibstoffpolitik, die auf Kosten der Ärmsten geht, hält Timothy Selchinger für zynisch. Warum verringert der Anbau von Getreide den Treibhauseffekt nicht? Pflanzen nehmen doch CO2 auf. Naja, wenn die Nahrungsmittelpreise steigen und die Menschen weniger essen, dann atmen wir weniger CO2 aus, als das Getreide absorbiert. Also haben wir eine positive Treibhausgasbilanz, aber nur, weil die Menschen weniger essen. Wenn nur ich der wäre, der weniger essen würde, dann wäre es eine gute Sache. Aber es sind Menschen, die weniger essen, weil die Preise für Lebensmittel zu hoch sind, also trifft es die Ärmsten. Das heißt, die Politik der USA ist es, eine Reduktion an Treibhausgasen durch eine Erhöhung der Nahrungsmittelpreise zu erreichen, wodurch Menschen weniger essen und weniger CO2 ausatmen. Das ist im Prinzip die Politik des Staates Kalifornien und der USA. Seit Nahrungsmittel wie Weizen und Raps zur Energiegewinnung verwendet werden, stehen die europäischen Bauern in direkter Konkurrenz mit den Palmöl- und Sojaproduzenten in Asien und Südamerika. Die Euphorie der ersten Stunde ist schon lange gewichen. Je mehr ich nachfrage, desto mehr macht sich auch bei mir Unbehagen breit. Sofort, als die Finanzwelt begonnen hat, am weltweiten Markt für Getreide mitzumischen, weil man wusste, dass sich dort Geld machen lässt, waren die Schwankungen zu spüren. Kaufen und wieder verkaufen. Der Markt ging ständig rauf und runter. Wenn Getreide 6 oder 7 Mal den Besitzer wechselt, dann ist da enorm viel Platz für Preisspekulationen. Wir verkaufen 80% unseres Weizens an eine Firma, die sich nach 5 Jahren amortisiert hat. Sie wurde vor 7 Jahren gegründet, also hat sie sich schon lange amortisiert. Aber bei schlechter Konjunktur und niedrigen Ölpreisen, während wir erwartet haben, dass die Preise steigen, können diese Industriellen ihre Meinung ändern und sagen, die Firma ist nicht mehr rentabel, wir sperren sie zu. Die Konzerne, die ins Biotreibstoffbusiness einstiegen, waren auf der Suche nach den billigsten Rohstoffen. Doch die gab es nicht in Europa zu kaufen. Palmöl ist das billigste pflanzliche Öl auf dem Weltmarkt. Die Ölpalme ist sehr ergiebig, der Ertrag pro Hektar ist sehr hoch. Und es wird in Dritte-Welt-Ländern produziert, wo Arbeitskraft sehr billig ist. Deshalb hat Palmöl den Pflanzenölmarkt überschwemmt. Kein anderes Öl konnte mit Palmöl konkurrieren. Für die europäischen Bauern war die einzige Möglichkeit, sich zu schützen und auch weiterhin Profite zu machen, einen Handelskrieg gegen den Rest der Rohstoffproduzenten in der Welt anzuzetteln. . 2013 verbünden sich die europäischen Biotreibstoffproduzenten gegen die Produzenten aus Argentinien und Indonesien.
Durch massives Lobbying bringen sie die Europäische Kommission dazu, Anti-Dumping-Maßnahmen gegen indonesischen Biodiesel aus Palmöl und argentinischen aus Soja zu setzen. Die billigen Rohstoffe aus Übersee sollen nicht länger die Preise am europäischen Markt ruinieren dürfen. Und die Produzenten aus Europa gewinnen diesen Krieg. In Argentinien wird der Biotreibstoffmarkt mit einem Schlag zerstört. Die Raffinerien müssen schließen, eine nach der anderen. Im November desselben Jahres werden die Stimmen der Biotreibstoffkritiker in Europa immer lauter. Sie wollen die Produktion drosseln. Aber man unterschätzt die Schwerfälligkeit einer Institution, wie es die EU ist. Eine Fehlentwicklung zu erkennen, ist das eine. Diese zu ändern, ist das andere. Im EU-Parlament treffe ich Corinne Lepage. Sie führt die Biotreibstoffkritiker in der EU an und steht einer Vielzahl von Lobbyisten gegenüber, die ihre Reformpläne um jeden Preis verhindern wollen. Es ist ein sehr technischer Bericht mit vielen ökonomischen und ethischen Inhalten. Die politische Debatte war hart, weil die wirtschaftlichen Interessen so groß sind. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden aufgefordert, die derzeitigen Richtlinien zurückzunehmen. Vor allem jene, die das Mischverhältnis von fossilen und Biotreibstoffen an den Zapfsäulen vorschreibt. Der Anteil an Biotreibstoffen soll reduziert werden. Corinne Lepage begründet ihre Forderungen mit den verheerenden Auswirkungen der Biotreibstoffproduktion auf Menschen und Umwelt. Es klingt fast lächerlich. Wovon reden wir? Von 6 oder 7%? Aber wenn Sie sich die Menge anschauen, die gebraucht wird für 1%, weil es eben 1% des Energieverbrauchs des gesamten Transportsektors ist, dann sind das verdammt viele Megajoule. Und wenn diese Menge nun von diversen Getreidesorten geliefert werden muss, dann braucht man dafür viel Anbaufläche. Und so wird klar, okay, es ist nur 1%, aber jedes Prozent mehr bedeutet, dass unzählige Hektar Land für den Anbau gebraucht werden. Es geht also nicht um Prozentsätze, sondern um reale Anbauflächen. Der Bedarf an Biotreibstoffen in Europa hat schwerwiegende Konsequenzen nach sich gezogen für südliche Länder, für die Nahrungsmittelpreise und für die Umwidmung von Agrarflächen, speziell was die Palmölproduktion betrifft. Ich habe indonesische und malaysische Bauern getroffen, die mir erzählt haben, was bei ihnen zu Hause passiert ist. Dass sie nicht mehr als traditionelle Eigentümer ihrer Felder anerkannt werden. Die Familien hatten immer das Recht, das Land zu nutzen, das eigentlich dem Staat gehört. Aber jetzt hat die Regierung das Land verkauft. Und die Bauern haben nur ein sogenanntes Totem, ein gewachsenes, ungeschriebenes Nutzungsrecht. Aber die Methode der Konzerne ist, ganze Landstriche und Wälder niederzubrennen. Und die Familien haben keinen Platz mehr, wo sie leben können. Und sie können auch ihr Nutzungsrecht nicht schriftlich belegen. Das ist es, was passiert. Und wenn mir einer erzählt, dass die Bauern über das Palmöl oder den Sojaanbau glücklich sind, dann habe ich meine Zweifel.
Wir konnten uns nicht verstecken. Es gab nichts, was wir hätten tun können. Wir konnten uns nur einfach ergeben. Sie waren so viele. Wir hatten Angst und es waren auch Polizisten dabei und alle waren bewaffnet. Dann haben sie uns weggebracht. Wir dachten, dass wir alle sterben werden. Es war so schwer für uns, unser Land nicht verteidigen zu können. Wir wurden einfach rausgeschmissen. Das hat uns das Herz zerrissen. Dann haben sie uns tagelang festgehalten. Wir bekamen kein Essen. Und sie haben uns gedroht. Wir dürfen nie wieder zurückkehren. Wir kommen jetzt gleich in das Herz von Chaco Salteño, jene Region, die führend ist beim industriellen Anbau von Soja und in der intensiven Rinderzucht. Sie liegt am Highway 16 Richtung Süden. Der Anbau von Soja hat hier den von Lebensmitteln zur Gänze ersetzt. Die traditionelle Form der Landwirtschaft wurde in die Gebiete der Ureinwohner zurückgedrängt. Wir reden hier von rund 14 Millionen Hektar, die nicht mehr für den Nahrungsanbau, sondern für die Viehzucht verwendet werden. Und dann muss man noch die Hektar dazurechnen, die von Kleinbauern an die Agrarindustrie gegangen sind. Die Leute hier sind keine Kleinbauern mehr, keine Familien. Es gibt nur noch Unternehmen mit direkten Verbindungen zum Kapitalmarkt. Wie viele Familien waren es früher? Solche wie meine, da gab es früher an die 400. Jetzt wird alles von nur einem Unternehmen hier betrieben. Wir haben früher Fleisch für das Dorf produziert, rein biologisch, nicht wie dieses Unternehmen hier. Wir haben auf den Wald, die Natur geachtet. Wir müssen auch die Veränderung der Landnutzung berücksichtigen. Wenn wir Felder für den Anbau von Biotreibstoffen verwenden, dann verdrängen wir Weizen, Raps oder Rüben für den Lebensmittelbedarf. Aber die Menschen brauchen Nahrung. Die Treibhausgasbilanz sieht völlig anders aus, wenn man die Veränderung von Agrarflächen mit einbezieht. Ce changement d'affectation des sols, si vous l'intégrez pas. Im Herbst 2013 gibt es eine Abstimmung im EU-Parlament. Die Entscheidung soll Corinne Lepage ein Mandat geben, um mit den Regierungen der Mitgliedsländer zu verhandeln. Unzählige Lobbyisten aus der Agrarindustrie tummeln sich auf den Gängen des Parlamentsgebäudes. Ist diese Abstimmung heute wichtig? Das ist eine richtungsweisende Entscheidung für die Agrarindustrie.
Der gesamte Sektor hat sich nach den Richtlinien für Biotreibstoffe aus dem Jahr 2009 ausgerichtet. Allein die Biospritindustrie hat 8 Milliarden Euro investiert. 70.000 Jobs hängen davon ab. Und der Vorschlag der Europäischen Kommission von 2012 besagt, dass wir das alles stoppen sollen. Das ist kein Nachjustieren, das ist eine komplette Umkehr, die die Investitionen und die geschaffenen Arbeitsplätze völlig außer Acht lässt. Das Ergebnis der Abstimmung wird zunehmend ungewiss. Corinne Lepage, die ehemalige Umweltministerin von Frankreich, will rasch verhandeln. Sie fühlt, dass sich das Blatt wendet, und zwar gegen sie. Thank you. Madame le Président, Frau Vorsitzende, ich möchte vorschlagen, die Abstimmung zu verschieben und mir das Mandat zu geben, mit den Mitgliedstaaten zu verhandeln. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier so einen strittigen Bericht. Meine Fraktion möchte hier unbedingt in die zweite Lesung gehen und ich bitte, diesem Vorschlag nicht zuzustimmen. Gut, wir stimmen über den Antrag der Rednerin, ein Verhandlungsmandat zu geben, ab. Wer ist dafür? Wer dagegen? Wer enthält sich? Abstimmung geschlossen. Abgelehnt mit einer Stimme Mehrheit. Corinne Lepage hat den Kampf verloren. Eine Stimme zu wenig. Ihre Reform der Biotreibstoffpolitik ist blockiert. Vorbei die Chance, den Anteil an Biotreibstoffen rasch und nachhaltig zu senken, die veränderte Landnutzung in die CO2-Bilanz mit einzubeziehen und die Umweltschäden, verursacht vom Biotreibstoffboom, einzudämmen. Es haben Stimmen aus Ihrer Fraktion gefehlt? Ja, die Deutschen. Die Deutschen? Fünf Deutsche haben dagegen gestimmt. Fünf Deutsche dagegen, sicher? Ja, ich habe sie gesehen. Es ist absurd, das freut diejenigen, die von den Biotreibstoffförderungen profitieren. Und die Palmölproduzenten, die so bis 2020 ihre Produktionsflächen auf 28 Millionen Hektar anheben können. Aber selbst die Automobilindustrie wollte, dass der Antrag angenommen wird. Es ist nicht zu glauben. Ich werde Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen politischen Fraktion sagen. Wir waren uns alle einig, als wir das zum ersten Mal diskutiert haben. Da waren noch alle dafür. Aber so ein Zufall, plötzlich gestern stimmt die Hälfte dagegen. Wie ist das passiert? Sicher nicht eine Eingebung vom Heiligen Geist. Es ist normal, dass Lobbyisten Abgeordnete informieren. Es ist normal, dass die Abgeordneten sie empfangen, um die Auswirkungen von dem, was sie entscheiden, zu verstehen. Aber wenn Abgeordnete zu Verteidigern oder zu Sprechern der Lobbys werden, das ist nicht normal. Die Ablehnung von Corinne Lepages Antrag macht mit einem Schlag alle Hoffnung auf eine Reform in den kommenden zwei Jahren zunichte. Biotreibstoffe werden weiterhin unsere Tanks füllen und die Zerstörung riesiger Landstriche geht ungehindert weiter. Die 23.000 Hektar, um die wir gekämpft haben, würde es nicht mehr geben. Wenn wir nicht hier gewesen wären, wäre alles gerodet worden und wir hätten kein Land mehr und wären hungrig. Es ist nicht das erste Mal, dass wir gegen die Bulldozer kämpfen und wir sind jederzeit bereit, es wieder zu tun und wir sind bereit, uns gegen die Polizei zu stellen. Manchmal sind es die Nachbarn, es ist schrecklich. Das Schlimmste sind manchmal die Nachbarn.
mismo vecino. Es eso que es terrible, ¿no? Claro, es el peor, es el peor el vecino. El más peligroso es el vecino. Ich werde um Gerechtigkeit kämpfen für den Tod meines Bruders. Wer die Täter sind? Es sind zwei. Der Mann, der ihn getötet hat, und die Firma, die dem Mann den Auftrag gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich Erfolg haben werde, aber ich werde kämpfen. Vielleicht war es seine Bestimmung zu sterben, aber ich kann damit nicht leben. Es hätte mich treffen sollen. Sie hatten den Killer geschickt, um mich zu töten, aber ihn hat es erwischt. Sie kamen zu zweit und sie haben ihm gedroht, ihm den Schädel einzuschlagen. Sie haben ihm gesagt, dass sie mit der Firma eine Vereinbarung haben. Die Firma hat versprochen, ihnen etwas Land abzuzäunen und ihnen auch noch Geld zu geben. Sie haben meinen Bruder mit einem Messer angegriffen und haben ihm die Kehle durchgeschnitten. Er konnte sich nicht verteidigen. Er hatte keine Chance. Das hier ist mein Land und ich werde es niemals verlassen, das weiß ich mit Sicherheit. Ich muss bleiben, denn wenn ich gehe, dann werden sie den Wald hier zerstören. Natürlich bin ich hier nicht sicher, weil hier gibt es keine Gerechtigkeit. Schon gar nicht für uns arme Menschen. Para el pobre, como decimos nosotros, no existe. Im April 2016 veröffentlicht die Europäische Kommission auf Druck einiger NGOs einen Bericht, der über zwei Jahre unter Verschluss gehalten wurde. Es ist ein Schlag. Biodiesel verursacht mehr CO2-Ausstoß als herkömmlicher Diesel aus fossilen Brennstoffen. Die Treibhausgasemissionen liegen um 4% höher. Das entspricht dem Ausstoß von 12 Millionen Autos. Palmöl und Soja entpuppen sich als klimatechnisches Desaster. Langsam werden die Stimmen der Biotreibstoffkritiker gehört. Doch unser Energiebedarf steigt unaufhaltsam weiter und mit ihm der Verbrauch von pflanzlichen Rohstoffen. Urwälder müssen Monokulturen weichen. Die Sonne versenkt unbarmherzig das Land, auf dem keine Bäume mehr Schatten spenden. Die Lösung für die Zukunft von Mensch und Umwelt muss eine andere sein.
Wenn Sie sich ein paar Länder anschauen, dann sehen Sie, dass die neue Generation nicht mehr so viele Autos kauft, wie wir das noch getan haben. Die Verkaufszahlen sind rückläufig. Und die jungen Leute sind nicht mehr so angetan vom Gedanken an das eigene Auto. Die meiste Zeit steht man im Stau, zahlt Umweltabgaben und in Großstädten ist es ohnehin unpraktisch. Die Beliebtheit von Autos schwindet. Bei den Entwicklungen am Elektromobilitätsmarkt sieht man deutlich, dass sich der ganze Transportsektor verändert. Es muss viel passieren und die größte Herausforderung wird der Verkehrsbereich sein, weil es sehr verlockend ist, an Altem festzuhalten. Nicht nur für uns Konsumenten, auch für die Produzenten. Werfen Sie einen Blick auf die europäische Autoindustrie. Dieselfahrzeuge wurden über Jahre verkauft und jetzt beginnt man zu realisieren, oh, wir müssen etwas ändern. Aber diese Erkenntnis braucht ihre Zeit. Solche Veränderungen brauchen ihre Zeit. Das ist die Herausforderung. Und die Sorge ist, ob es rasch genug geht. Als Biotreibstoffe auf den Markt kamen, war das Ausdruck des Bemühens, die schädlichen CO2-Emissionen zu reduzieren. Es war mit Hoffnung verbunden und wurde als Segen gefeiert. Doch es ist zum Fluch geworden. Die Profiteure des Biotreibstoffbooms verhindern notwendige Veränderungen. Die klimafreundliche Alternative zu Erdöl hat sich als Bumerang entpuppt.